ich bin Susanne, euer Aargauer Strickliesel. Herzlich willkommen zu meiner allerletzten Folge im Jahre 2021. Jawohl. Ja, jetzt habt ihr schon gedacht, hört sie auf? Nein, nein. Aber es wird tatsächlich die nächste Folge, die letzte Folge in diesem Jahr sein. Ja, um was geht es heute? Natürlich um die Verlosung. Die kommt aber ein bisschen später. Die, die nur das wissen wollen, wer gewonnen hat, die müssen halt dann vorspulen. Und die anderen, wäre schön, wenn ihr auch noch guckt, was ich so gemacht habe. Nicht wahr? So. Ja, also zuerst einmal möchte ich mich ganz, ganz herzlich bedanken dafür, dass ihr alle so mit, dass ich so viele tolle Kommentare bekommen habe von euch. Ich bin zeitweise ein bisschen so sprachlos gewesen, weil ich dachte so, oh mein Gott, es war so nett von euch, was ihr geschrieben habt, wie ihr geschrieben habt. Ja, ich habe mich schon ein bisschen geschmeichelt gefühlt, gebe ich ganz ehrlich zu. Es war, also ich würde lügen, wenn ich würde sagen, es hat mir nicht gefallen, ne? Nicht wahr? So, umso lieber, umso gerne verkünde ich nachher dann später in der Folge, wer die wunderbare Tasche gewonnen hat. Ja, was habe ich heute an? T-Shirt. Aber ich habe euch meinen Olaf vorgeholt. Den habe ich mir, wir hatten ja in der letzten Woche den Tierhocker, den Carlo, der geht. Und dann habe ich gedacht, ich zeige euch mal meinen Olaf, den ich gestrickt, gehäkelt habe, auch aus einem der beiden Bücher. Ich zeige ihn euch jetzt. Also, wenn ich ihn nochmal, ich habe dann hier habe ich ein bisschen zu wenig lang gehäkelt, gebe ich ehrlich zu, aber ist okay. Ja, der gehört natürlich nicht drauf, das habe ich geschenkt bekommen von dem lieben Puppenhäcksle. Da mache ich mir dann eine Bummelmütze, aber in der Zwischenzeit habe ich gedacht, ich tue es da drauf. Gut, zerliert er schon seine Beine. Nein, nein. Also, das ist der Olaf. Der hat im Original eigentlich einen rot-weißen Schal an. Mein Mann wollte aber die Farben von seinem Lieblingssportverein. Ja. Und das ist der Olaf. Der steht, eigentlich wollte ich den ursprünglich nur zu Weihnachten, aber der steht eigentlich das ganze Jahr bei mir im Wohnzimmer rum, weil die Kinder finden ihn halt auch immer lustig und eigentlich ist er auch süß. Also ich finde ihn ganz schön. Schnüggelig, ja, der kleine Olaf. Was wurde fertig? Genau, ihr habt sie schon gesehen. Die kleine Katze, der Caesar, der Cäsar. Ich habe hier schon angekündigt, dass ich diese Katze aus diesem Buch, also den Regenbogen, die Regenbogenkatze, mir gerne stricken möchte für unser jüngstes Enkelkind. Ich zeige euch mal. Also so sieht sie im Buch aus. Verwendet habe ich die Wolle, auch eine Wolle von online, die Carafino. Das ist diese hier. Das ist ein Gemisch aus Schurwolle, also 60% Schurwolle, 40% Polyacryl. Und sie ist sehr weich, schön angenehm. Ja, da möchte ich mich dann noch bedanken, weil ich möchte ja diese Super Cat noch stricken. Und die hat da so ein Knöpfchen drauf mit Metallknöpfen, mit so Katzengesichter. Und ich habe ganz viele liebe E-Mails und Nachrichten bekommen, wo ich solche Metallknöpfe bekomme und habe auch schon zwei bestellt. Ja. Also die Supercat, die werde ich nächstes Jahr, und wenn es nur für mich ist, ich stricke die. Ich finde die so zuckersüß. Schlussendlich habe ich sie ja nur deswegen gekauft, das Buch. Ich gucke mal, ganz ehrlich, ich habe nicht geschaut, ob es das Buch noch gibt. Ich nehme es mal an. Ich recherchiere es noch, wenn ich es noch finde, setze ich euch einen Link zu dem Buch, weil es hat, wie ihr seht, ganz viele süße Katzen drin. Zur Anleitung da drin, also wie man strickt, das ist super beschrieben, das muss ich wirklich sagen, hat sie gut gemacht. Was mir fehlt, ist
die genaue Ausarbeitung. Da bin ich jetzt eigentlich durch, so gerade jetzt die Häkelbücher von diesen Tierhockern auch. Oder könnt ihr euch noch erinnern an das Schmusetuch, den Pinguin, den ich gehäkelt habe? Auch dort ist einfach sehr gut und sehr detailliert beschrieben, wie man die ausarbeitet, die Tierchen. Also wo kommen die Augen hin, etc. Und das ist hier also sehr, sehr rudimentär beschrieben, muss ich ganz ehrlich sagen. Das finde ich ein bisschen schade. Wenn man natürlich schon einige so Tiere gemacht hat, dann ist das eigentlich kein Problem. Für einen Anfänger finde ich es dann ein bisschen schwierig, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber die Strickanleitung an sich, die ist sehr gut geschrieben. Also da kann man nichts sagen. Reihe für Reihe, alles liebe Dobbe. Ja, das heißt, zeige ich ihn euch nochmal im Detail. Also ich finde ihn süß. Man sieht, ja, ich hätte vielleicht eine kleinere Nadelstärke nehmen müssen. Ich habe ihn mit Nadelstärke 3 gestrickt. Ja, aber mein Gott, es ist für ein kleines Kind und der schaut da nicht so genau hin. Also, ihr seht, die strickt man also nicht in Runden, sondern in offenen Teilen, näht es dann zusammen. Das hier separat, also zum Beispiel, wo die Augen hinkommen, man sieht das zwar ungefähr auf dem Bild, aber ich mache es dann immer so, gerade wenn es nicht genau beschrieben wird, wo es genau hinkommt, mache ich so, dass ich dann den Kopf etwas ausstopfe, also noch nicht zumache, und dann zum Beispiel die Augen platziere. Das geht dann recht gut. Also wenn ihr mal nicht genau wisst, wohin, dann stopft doch einfach gerade den Kopf etwas aus, damit ihr es so ungefähr erahnen könnt, wo denn die Augen dann richtig hinkommen. Ja, die Arme, und was ich ganz süß, also das finde ich ja Details, die finde ich ganz süß, zum Beispiel da die Pfötchen, die da angedeutet werden, auch hier die Füßlein, also die finde ich so süß. Also ich finde ihn insgesamt wirklich extrem schnüggelig. Ja, ich stehe so ein bisschen auf so Sachen, gell? Ja. Ach ja, er ist fertig. Das war das zweitletzte Weihnachtsgeschenk. Ey Leute, ich war noch nie so früh dran mit Weihnachtsgeschenken fertig machen. Ich bin richtig stolz auf mich. Ja, ich glaube, ich habe das erste Mal in meinem Leben, also in meinem Erwachsenenleben, so muss ich sagen, dass ich, oder seit ich verheiratet bin mit meinem Mann, das erste Mal habe ich keinen Stress an Weihnachten. Ich habe alles vorbereitet, alles ist eigentlich da. Ich brauche dann nur noch den Salat und dann ist gut. Alles andere ist da vorhanden. Und das Weihnachtsgeschenk für meinen Enkelsohn ist auch fertig. Und dann, ihr habt es ja schon das letzte Mal gesehen, da fehlt dir dann nur noch die Blende. Mein Rose Cardigan. Ich finde, er ist super geworden. Ich habe heute Morgen, also heute ist ja der 20. ja, noch Bilder auch gemacht und habe die auf Instagram gepostet. Auch jetzt hier ein bisschen das da ist einfach ein bisschen leuchtender bei euch in der Kamera als in Tat und Wahrheit. Es ist eigentlich ein bisschen gedämpfter. Ich finde, sie ist sehr gelungen geworden. Hier ist der Ärmel. Ich habe die ja nicht in 4 Teilen, sondern in 2 Teilen gestrickt. Weil mir hätte auch jetzt diese dicke Naht hier oben nicht gefallen. Gebe ich ganz ehrlich zu. Was habe ich noch anders gemacht? Ich habe, das habe ich euch das letzte Mal ja schon gesagt, ich habe an den Ärmel verlängert. Also nicht die Bündchen, sondern wirklich hier diesen Teil habe ich verlängert. Ich habe auch hier unten verlängert, hier, damit das Bündchen nicht ellenlang wird, weil meine Freundin ist etwas ein gutes Stück größer als ich, über 1,70. Und also selbst ich mit 1,60, mir wäre sie zu kurz gewesen, zu cropped. Ja. Dann die Blende. An der Blende habe ich dann zwei Maschen I-Cord angestrickt. Ich weiß nicht, ob man das jetzt da so sieht. Ja. Dann nach dem Waschen,
Jetzt muss ich dazu sagen, meine Kanten, die werden immer ein bisschen lummelig. Also also nicht auf beiden Seiten, glaube ich, aber so ein bisschen. Darum habe ich ja gerne nachträglich noch irgendwie Bündchen angestrickt oder I-Cords, wo das dann einfach noch ein bisschen zusammennehmt hier. Und ich dachte, ich wäre ganz schlau und mache dir den I-Cord direkt an. Man sieht es hier vielleicht so. Ja. So. Ich habe auch zum Beispiel hier, also insgesamt habe ich drei Maschen mehr angeschlagen, damit ich noch eine richtige Randmasche habe, auch auf der Seite, wo ich annähe. Ich fand das einfach ein bisschen besser, hübscher, whatever. Also ja, ich habe es jetzt so gemacht. Und dann habe ich sie gewaschen und dann war das aber hier immer noch etwas leicht lummelig. So, also nicht wellig in dem Sinn, aber so ein bisschen halt, ja, so ein bisschen lummelig. Und dann habe ich tatsächlich hier nochmal innen dran, ich weiß nicht, oh, sieht man es da vielleicht? Da habe ich nochmal mit Kettmaschen abgehäkelt. Man sieht es jetzt nicht so gut. Also den ganzen Rand von unten hoch abgehäkelt, dass es ein bisschen stabiler ist. Und auch hier habe ich nochmal mit Kettmaschen abgehäkelt, damit es einfach ein bisschen besser hält. Ich habe, ich glaube, die Silvia hat mal gesagt, sie fand, hier ist es nicht stabil genug. Den Eindruck habe ich jetzt nicht. Aber ich weiß, wenn ich ihre Sachen anschaue, sie strickt noch mal ein Stück lockerer als ich. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe das ja jetzt mit einer 3,25 gestrickt. Ja, 3,25. Und ich fand, also ich finde generell bei Jacken gehe ich gerne eine halbe bis eine Viertelnadel runter, damit es ein bisschen fester wird, weil ich einfach bei Jacken habe ich gern, wenn sie ein bisschen kompakter sind, ein bisschen fester, mehr Stand haben. Einen Pulli habe ich gern, wenn der fließt, dann nehme ich da auch gerne vielleicht eine Viertelnadel größer, damit es ein bisschen weicher fällt. Ich finde gerade wir kurvigen Frauen bei uns darf das Material fließen. Dass es uns quasi umschmeichelt. Ja. Das mache ich bei den Jacken in der Regel nicht, stricke die aber halt immer groß genug. Ja. Das ist mein Rose Cardigan. A rose is a rose is a rose Cardigan. ja, so sieht er von hinten aus. Also wie gesagt, was hat mir heute jemand geschrieben in einer Gruppe? Oh, kein gefederter Rose Cardigan, sagt einer geschrieben, ja. Ich bin zu faul zum Faden. Ist wirklich so. Aber ich habe mir vorgenommen, dass ich irgendwann noch fade in diesem Leben. So, also, das ist mein Rose Cardigan. Mehr gibt es eigentlich nichts dazu zu sagen. Die Wolle. Ja, die habe ich noch hier. Die war ja in einem Tauschpaket von der lieben Cindy. Ich habe mir geschrieben, gesagt, die ist von mir. Also nicht sind die von Masche für Masche. So, auf die kommen wir heute auch noch zu sprechen. Ja, das ist diese hier. Ich habe noch ziemlich über. Mal gucken, was ich mit dem Rest mache. Irgendwas wird es dann schon noch werden, gallet. Ja, und mehr wurde nicht fertig. Muss ja nicht, gell? Sie hat jetzt 10 Tage. Normalerweise nehme ich ja nur alle, wenn es hochkommt, also wenn ich früh aufnehme, alle 4 Wochen. Logisch habe ich dann immer ein paar Sachen fertig. Jetzt halt nur die 2 Sachen, gell? Ja. Dann habe ich angeschlagen. Habe ich wieder was frisch angeschlagen. Mein Enkelsohn, der Größere, der hat gesagt, ich will noch so. Oh. Ich habe ja noch was Fertiges. Da sitzt ihr und sagt nichts zu mir. Ja, Enkeltochter, die hat mich auch gesagt, sie hätte so gern noch Socken von mir. Und dann habe ich die natürlich noch schnell gestrickt. Das sind irgendwelche Wollsockenreste, die ich hatte.
Also wo, ja, sonst Wollreste. Also seht's mir bitte nach. Ich habe wieder eine leichte, also heute ist ganz schlimm mit Wortfindung und überhaupt, also ja, weiß nicht. Es ist, heute kommt alles ein bisschen komisch raus bei mir. Aber wie gesagt, vielen von euch geht es ja auch so manchen Tagen und das ist halt, wenn man älter wird. Ja, die habe ich gestrickt, also das ist Hundskommune Sockenwolle gewesen, Industrie. Größe 33, 34, jetzt da die, ja, das ist nur 32, 33, ihr seht auch, die ist ein bisschen länger hier, aber ich habe jetzt so auf Anhieb die anderen Sockenblocker nicht gefunden, aber gedacht, ja, zeige ich es euch jetzt so, gell, ja, also viel gibt es da nichts zu sagen, ich habe angeschlagen 14 Maschen pro Nadel, bisschen, habe die dann mit einer unifarbenen Sockenwolle abgesetzt. Ihr mache ich tatsächlich die Shadow Wrap, weil sie sagt, die passt ihr am besten. Ja. Sind nicht gleich geworden. Ist doch egal. Also sie zieht ja sowieso manchmal sogar zwei verschiedene Socken an, weil sie das so lustig findet. Und dann finde ich, ja, dann muss das auch nicht zu 100% übereinstimmen, finde ich. Obwohl, was erzähle ich? Ja, da, ihr seht es da oben, da stimmt schon nicht ganz, aber also fast. Und sind wir ehrlich, ich meine, sie hat die in den Schuhen an. Also sie geht jetzt nicht und zeigt die irgendwie um und sagt, schau mal, sind die identisch? Nein, also ist gut so. Ja, genau. Und dann hat mein Enkelsohn dann auch gefunden, er hätte gerne auch nochmal Socken, aber blau, Nonna. Blau. Ja, und dann, so, die sind jetzt da unten, habe ich natürlich sofort welche angeschlagen. Naja, sind auch so schöne, das sind so ganz tolle Projekte, die strickst du ein bisschen so beim Fernsehschauen, gell? Irgendwie, wenn man dann Tatort guckt oder so. Das ist eine Wolle von der Boutinette, das war so auch ein Paket, wo mehrere Knäuel drin sind, das nannte sich It's a Boy, hatte ich auch für Mädchen, ich glaube, da habe ich ziemlich alles schon verstrickt, sehr weich, sehr angenehm, ist halt eine Boutinette, ich finde Boutinette hat eine tolle Zockenwollqualität, ja, da bin ich jetzt so, ich glaube, ich muss noch zwei, drei Reihen stricken, dann habe ich eine Gesamtlänge von 13 cm. Ja, und dann kommt die Spitze dran. Ich bin ja eigentlich, sonst schaue ich gerne, dass ich sie gerade parallel stricke. Finde ich fast am angenehmsten. Dann muss man nicht so sich merken, wie viele Reihen habe ich jetzt am Bündchen gestrickt, weil ich bin eine Reihenzählerin. Ich gehöre zur Fraktion Reihenzählen. Also ich halte das nicht hin und sage, ja, stimmt ungefähr. Da kommt mein Tüpfelschieß und sagt, was heißt da ungefähr? Wie viele Reihen sind es? Zählt's! Und drum ich arbeite mit Maschen markiere. Ich tue zum Beispiel alle 10 Reihen so einen kleinen Markierer. Wenn es dann fertig wechselt, dann kommt so ein großer Markierer rein. Also, so mache ich es halt. Also zählend für Faule, sage ich immer. Und dann habe ich noch was angeschlagen. Genau. Also zum Rose Cardigan habe ich euch ja das letzte Mal schon ausführlich erzählt. Das ist übrigens eine Kaufanleitung. Also wie gesagt, eigentlich sind alle bei mir Kaufanleitungen. Ich erwähne das in der Regel eigentlich nicht explizit. Ich sage auch nicht explizit, es ist keine Kaufanleitung. Ja, dann habe ich nochmal den Elementary Hat angeschlagen. Diesmal für meine Freundin. Das ist sie, wo auch diesen Cardigan bekommt. Sie hat nämlich gefunden, oh, das ist cool. Also die Mütze, die für meine Patentochter, die habe ich euch ja das letzte Mal gezeigt. Dies nach dem Waschen hatte die tatsächlich die perfekte Weite. Also sie hat auch gesagt, also weiter dürfte sie, also nach vor dem Waschen war die wirklich, also zum doppelt getragen, also wenn sie nochmal umgeschlagen hat, slouchy-mäßig, also nur so einfach zweilagig ging es, aber wenn sie dann vierfachlagig war, war sie dann, ihr wisst ja, das ist ja die zum Umklappen. Ich habe jetzt gerade die Anleitung nicht hier.
dann war sie ein bisschen eng, aber ich sagte, du wasch sie mal nochmal und sonst nehme ich sie zurück und ich stricke die einfach die nochmal größer. Aber nach dem Waschen war die tatsächlich perfekt von der Weite und stricken tue ich die auch. Also ihr seht, ich bin gerade ein bisschen was wollentechnisch auf dem Online-Trip. Das ist diese hier. Ich werde dann den Innenteil mit einer Unifarbe auch von der gleichen Linie verstricken. Jetzt habe ich die noch angefangen. Die hat ja einen Anteil Kaschmir, den spürt man einfach. Das ist so schön weich. Die Anleitung ist von Silke Seidenreich, die Elementary Head. Da werde ich euch, also ich werde euch alle Anleitungen hier unten noch verlinken. Ja. Sonst habe ich an nichts weiter gestrickt. Ihr seht, es wird eine ultra kurze Landung. Ich will sagen, Sendung. Ja, also da muss ich euch noch eine Geschichte erzählen zum Rose Cardigan. ja, die es noch interessiert oder wo sagt, oh, habe ich noch nie gesehen, keine Ahnung. Das ist der von der Andrea Mori. Ihr Label heißt Dear René Nitz. Ja, das ist diese. Also der wurde schon, gab ja dieses Jahr noch einen Karl dazu von zwei anderen Podcasterinnen. Ja, also wie gesagt. Ja, das wollte ich euch. Ihr seht, ich bin ein bisschen. Setz mir nach, ich gehe auf die 60 zu. Dann darf man sich so Sachen erlauben. Oh ja! Ich habe den mal anprobiert. So, einfach mal so übergeworfen. Ich wollte mal wissen, ist es wirklich so, dass ich das nicht tragen kann? Und dann stand ich da so vor meinem Mann und gesagt, musst du mal schauen? Der ist gar nicht so schlecht, gell, an mir. Der sieht gar nicht so schlimm aus an mir. Der sieht sich dann noch so an und sagt so, ja, also, der ist aber schon ein bisschen klein, hä? Für dich. Gut, er hätte jetzt sagen können, der ist so eng wie dich. Dann habe ich so angeguckt und habe gesagt, ja, das ist ja klar, das ist Größe S. Also ich meine, ich trage keine Größe S. Sagt, ja, das stimmt. Und dann habe ich so im Nachhinein überlegt, eigentlich hätte ich ganz anders antworten müssen. Aber bei meinem Mann muss ich mal, der ist nicht so schlagfertig wie ich. Also das ist so, den kann ich nicht so herausfordern, weil er einfach manchmal dann nicht so recht weiß, was soll ich antworten. Weil eigentlich war mein erster Impuls zu sagen, du willst doch nicht etwas sagen, ich bin zu dick. Ich weiß, mein Mann hätte dann leicht verdutzt geguckt und hätte gesagt, nie im Leben würde ich das wagen. Dann habe ich mir so überlegt, ja, was hätte ich denn an seiner Stelle auf diese Antwort, auf diesen Kommentar gesagt, so von wegen. Dann hätte ich hätte an seiner Stelle mich angeguckt und gesagt, fragst du aber nicht ernsthaft, oder? Ja. Ich hatte auch eine Bekannte, die hatte mal zu mir gesagt, also die war noch einiges korpulenter wie ich, kurviger. Ja. Die hat man zu mir gesagt. Ja, also weißt du, sie würde ja zunehmen, nur schon vom Hinschauen von einem Stück Kuchen. Habe ich sie angeguckt und habe gesagt, ich schätze dich sehr, aber wir zwei, du und ich, wir haben noch nie nur vom Hingucken zugenommen, wir haben nur vom Essen zugenommen. Also sie musste danach lachen. Also, ja, eigentlich stimmt schon. Es gibt sicher Leute, die nehmen von ganz wenig gleich zu, aber ich nicht. Und sie auch nicht. Ich weiß doch, ich weiß, woher meine Kilos kommen. Ich esse so gerne. Ja. So, aber jetzt spanne ich euch nicht mehr länger auf die Folter. Also ich habe jetzt da alles eingegeben. Mache ich dann nochmal Get Your Comments. Ja. So, kommt da. Also ich habe da das jetzt eingegeben. Und jetzt ich drücke auf Start and Pick Up the Random Winner. Ich finde es ganz spannend. Ja, und jetzt. Ich nerv mich schon immer bei diesen ganzen Gewinnersendungen, wenn die immer so lang machen, bis sie da drücken. Also jetzt drücke ich.
Und es arbeitet, es arbeitet, es arbeitet. Okay, es ist die Nive. Sie schreibt die Nicole. Liebe Susan, danke für eine Stunde tolle Unterhaltung. Dein Lachen ist so ansteckend wie die Strickviren, die du verstreust. Eine wunderbare Adventszeit wünsche ich dir, Nicole. Liebe Nive, Nicole, ich zeige dich nochmal hier. Bitte melde dich bei mir. Jetzt mache ich da gerade noch einen Screenshot. Ja, ja. Ey, ich glaube nicht, was ich alles schon gelernt habe. Ich bin so stolz auf mich, weil ich bin wirklich, was Technik angeht, schlimm. So schlecht. Wirklich so schlecht. Also, ich freue mich natürlich riesig für dich, Nicole. Ich hätte am liebsten viel, viel mehr Taschen genäht für euch, aber ich muss zuerst den Stoff wieder besorgen. Und weißt du was? Ich habe die Tasche nicht bereitgestellt. Ich bin so... Ich werde mir vornehmen, dass ich ganz professionell werde auf nächstes Jahr. Ja, träumet weiter, gell? Das ist die Tasche, liebe Nicole, die du gewonnen hast. Ich wäre froh, wenn du mich entweder per E-Mail anschreibst, die Adresse findest du ja unten drin, oder wenn du mir auf Instagram folgst, schreib mich sonst auch dort an, dann können wir so kurz irgendwo irgendwie... Ich weiß nicht, ob wir eventuell sogar schon irgendwo in einer WhatsApp-Gruppe gemeinsam drin sind. Ich weiß es ja nicht, Amix. Ich habe ja ohne seine E-Mail bekommen. Da hat mir jemand geschrieben, du willst ja so. Und ich dachte, woher weiß die das? Die ist ziemlich sicher irgendwo in einer WhatsApp-Gruppe, wo ich auch drin bin. Ja, das ist die Tasche, Nicole. Schreib mir bitte, falls sich die liebe Nicole nicht melden, wieder erwarten, nicht melden sollte. Werde ich es einfach nochmal auslosen. Ja, dann versuche ich wieder mein Glück, ob ich irgendjemand finde, der die Tasche und die Schoki auch will. Und um die Schoki geht es auch noch, liebe Nicole, dass du mir vielleicht noch sagst, was du absolut nicht magst. Also ich bin zum Beispiel jemand, der, ich habe nicht gerne schwarze Schoki, die dunkle Schokolade. Ich kenne aber eine Bekannte, die mag keine weiße Schokolade. Und das ist dann schon, also das sind so Sachen, die weiß ich gerne im Voraus. Damit ich dir natürlich auch die richtige Schoki schicke, gell? So, also, das war's zum Thema Verlosen. Herzlichen Glückwunsch nochmal. Oh, 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 es ist eine Chaosfolge. Egal. Leute, es ist so wurscht. Ja. Ich zeige euch noch, was ich zu Weihnachten bekommen habe. Ich habe da nämlich von zwei Mädels ganz was Tolles bekommen. Da habe ich einmal diese Matte, das ist eine, wie sagt man, Mausmatte, würde ich jetzt mal sagen. Ich finde die so süß. Und meine Farben natürlich, gell? Oh, ich liebe es. Und jetzt guck mal das an. Ich habe das irgendwo schon mal gesehen, ich weiß es nicht, auf Instagram oder wo. Ich weiß es nicht. Und ich fand das schon, als ich das sah, so super süß und fand, ja, also so etwas hätte ich auch noch gern. Und schwupp, habe ich es bekommen. Einen Meter. Und dann habe ich auch noch was bekommen. Dieses Buch ist auf Norwegisch. Egal. Wir sind ja international. Es geht ja in erster Linie um die Charts, die da drin sind. Alles andere, würde ich jetzt mal behaupten, erschließt sich ja so ein bisschen von alleine. Da habe ich mich auch riesig darüber gefreut und da hat es einige Handschuhe, die ich natürlich mit viel Freude nachstricken werde. Für mich und auch für andere Ladies. Ja, das hat mich richtig, richtig gefreut. So. Pläne. Oh, oh. Es ist so warm bei mir hier drinnen, weil ich habe hier noch so Lampen, also so Leuchten. Ja, das nicht. Weil es ist ziemlich dunkel geworden jetzt bei uns. Und dann macht es mir immer ein bisschen warm hier. Aber es ist egal.
ist egal. Ich habe ja keinen. Ihr wisst ja, bei mir geht's ziemlich. Geht so zu näher, als würdet ihr bei mir im Wohnzimmer sitzen. Viel anders wäre es auch nicht. Ich finde das immer so lustig, wenn die Leute mich mal in echt treffen und dann habe ich schon zu hören bekommen, oh mein Gott, du bist ja echt so. Du bist ja wirklich so. Sage ich, ja, what you see, it is what you get, gell? Mein Mann hat mal gesagt, ich war was, dann hat er gesagt, oh, du bist schon ein bisschen frech. He? Sag ich, du hast genau gewusst, was du bekommst. Genau. Ich will nichts hören, nichts. Das ist wirklich so. Ja, Pläne. Natürlich für die Kinder, aber ich habe natürlich auch wieder Pläne für mich. Und ich möchte ich mache zwei Neujahrsanstrecke. Ja. Zwei ganz tolle Podcasterinnen haben ausgerufen. Und zwar einmal ist es die Cindy von Masche für Masche. Die macht den Kochikal, also strick irgendwas von der Kochi. Und ich habe ja 101 Anleitung von ihr. Ich habe jetzt die Anleitung, die ich stricken möchte, im Rahmen des Kals, noch nicht ausgedruckt. Das ist Icy Spring, das ist ein Sweater. Jetzt gucke ich mal, ob ich das vielleicht gerade so da finde. Ah, da ist er. Ah, da ist er doch. Ja, man kann das auch so künstlich verlängern. Video. Ja, da ist er. I See Spring von der Kochi, weil ich fand, ja, Pulli braucht die Susan noch. Ja. Und eines meiner Vorsätze ist tatsächlich für das nächste Jahr, dass ich versuche, also ich habe mir es ganz fest vorgenommen, dass ich die Projekte, die ich für mich stricken möchte, weitestgehend aus meinem Stash die Wolle nehme. Weil ich habe wirklich so schöne Wolle von diversen Handfärberinnen, wo ich einfach sage, die wird jetzt einfach verstrickt, weil es ist ja schade um die schöne Wolle, auch wenn ich sie regelmäßig kuschle, weil ich sie einfach so traumhaft schön finde. Aber es kann einfach nicht sein, dass die nur liegt und liegt und liegt. Gut. Also, die Cindy, Maschen für Masche. Ich verlinke euch ihren Podcast, wo sie da nochmal dazu erzählt. Sie hat auch einen eigenen Hashtag. Den weiß ich natürlich wieder nicht mehr. Weil sie würde sich natürlich freuen, wenn man dann auch auf Instagram das alles postet, was man im Rahmen dieses Kals stricken hätte. So, dann habe ich mir überlegt, soll ich so. Ich habe jetzt kein reines Rosa gefunden bei mir im Stash, wo die Menge dazu da war. Aber ich habe dann so mal alles rausgeholt und habe diese Stränge von der Frau Quickstrick gefunden. Das sind aber, ich glaube, eigentlich nicht genau die gleichen Färbungen. Aber ich werde die alternieren. Dann sieht das kein Mensch. Das aus dieser Wolle wird mein Icy Spring. Passt die eigentlich auch, finde ich, zum Frühling. Gestrickt wird es im Original mit einer DK. Das ist mir allerdings zu dick. Jetzt gerade jetzt für den Frühling und so. Also ja, ist mir das einfach zu warm. Und ich werde das mit dieser Fingering, das ist eine High Twist. Wow. Eine High Twist Sock Merino, Superwash Merino, 75% und 25% Polyamid. Und da hat es 425 Meter auf 100 Gramm. Sind das alles die gleichen, glaube ich? Glaub schon, ja, ja. Die werde ich verwenden für diesen Pulli Icy Spring. Ich werde, weil ich nicht so sicher bin natürlich, ob das wirklich, müsste eigentlich reichen. Aber ich mache es dann einfach so, lege ich die wieder dahin, dass ich stricke dann zuerst den Körper fertig, dass er die Länge hat und dann den Rest werde ich einfach dann aufteilen und für die Ärmel verwenden. Ja. Und dann, jetzt muss ich gerade nochmal schauen, möchte ich mir noch den, ja, die liebe Bo, Bos kreative Ecke, die hat festgestellt, dass sie ganz viele Anleitungen hat,
von der Isabel Krämer hat. Hm. Dann, als ich das so hörte, habe ich gedacht, ich auch. Du sollst ganz viel. Und sie startet ihren Call auch am 1.1. wie die Cindy. Nur ist es bei ihr einfach so, strick irgendwas von Isabel Krämer. Und auch dort gibt es einen passenden Hashtag dazu. Ich werde euch das unten ihren Kanal verlinken. Das Video, wo sie das nochmal beschreibt und wo auch der Hashtag nochmal gesagt wird und ihr dann auch in den Infobox dort bei ihr findet, den richtig, weil sie natürlich auch sich wünschen würde, dass man, dass ihr und ich unsere Projekte natürlich unter diesem Hashtag auf Instagram posten würden oder halt vielleicht bei ihr in der Gruppe, auf in Facebook, sie hat eine eigene Gruppe. Ich bin auf Facebook eigentlich so gut wie überhaupt nicht unterwegs, da gucke ich vielleicht so einmal in der Woche rein, also verzeiht, ich bin dort wirklich nicht groß aktiv, nicht mehr. Und sie hat, wenn ich das richtig verstanden habe, auch auf Reverie eine Gruppe, WhatsApp-Gruppe, hat sie gesagt, ja, wenn das Interesse bestehen würde, dann würde sie vielleicht eine eröffnen. Ja, und ich für alle, die jetzt mitmachen wollen, entweder bei der Cindy oder bei der Bo oder wie ich bei beiden natürlich, meldet euch bei den beiden, die würden sich sicher freuen, wenn ihr mitmachen würdet. Ansonsten, ja, wie gesagt, also, ich, was ich nicht erzählt habe, was ich von der Isabel Krämer stricken will, nämlich etwas, das ich eigentlich schon lange stricken will. Den Clownzi. Wie heißt das? Schaunzi, Clownzi, ja, ich weiß doch nicht. Ich habe ihn auch den noch nicht ausgedruckt. Der wird, den kann man kurzärmig stricken. Also vorne ist das einfach nie, also ja, glatt rechts. Und das finde ich eigentlich eben auch noch schön. Ich finde es mal ganz reizend, wenn es einfach nur am Rücken einen Hingucker hat. Denn, wie heißt es so schön, auch ein schöner Rücken kann entzücken. Gell? Ja. Da, man kann ihn auch langarm machen. Und ich habe eigentlich schon seit Jahren eine Wolle hier, das ist diese hier. Die ist von Pasquali, die Pinta. Ich glaube, die kennt ihr auch. Die kennen fast alle. Da hat es Wolle drin, Seide drin und Rami. Am Anfang dachte ich immer, was? Rami? Ram? Nein! Ram ist bei uns Sahne. Die habe ich übrigens vor vielen, vielen Jahren bei der Sandra in der Wolloase in Solingen gekauft. Ja, kannst du dich noch erinnern, Sandra? Ich weiß, ich glaube, du guckst mich ab und zu. Ja, ein ganz toller Laden mit ganz toller Wolle, mit ganz besonderer Wolle. Auch sie hat auch so die üblichen Verdächtigen, aber sie hat auch immer wieder ganz besondere Schätzleins. Also seid ihr mal, wenn ihr mal, sie hat leider keinen Online-Shop. Aber wenn ihr mal dort in der Gegend seid, von Solingen, dann geht mal dort in den Laden rein. Der ist einfach schön. Außerdem hat sie eine ganz süße kleine Hündin. Ach, ich war schockverliebt, dass ich die kleine Maus das erste Mal sah. Ja, also, aus der stricke ich jetzt diesen Schaunzi, Clownzi, Schaunzi? Weiß es auch nicht. Ich weiß manchmal nicht so richtig, wie man die Sachen ausspricht. Ja, das werde ich anstricken am 1. Januar. Naja, vielleicht werde ich auch am 24, also am 31. abends was anstricken, weil ich ganz ehrlich, wir haben uns vorgenommen, nichts vorzunehmen, mein Mann und ich. Es war ein etwas anstrengendes Jahr, vor allem für ihn. Und dann haben wir gesagt, so, okay, wir haben am 25. Kindertag, Corona-konform natürlich, ja, das ist der Samstag und am Sonntag sind wir zu Hause und am Montag sind wir bei meiner Freundin eingeladen, da wechseln wir uns immer ab, ein Jahr kommen sie zu uns, das andere Jahr sind wir bei ihnen, sie wohnt sehr, ganz in der Nähe von mir und dann war es das. Also für uns so das an Festivitäten, ich werde mich, glaube ich mal, also ganz sicher, ich habe zum Stricken auf jeden Fall am 2. abgemacht. Yeah,
freue mich schon riesig. Ja, ja, ja. So eine ganz kleine Runde werden wir uns treffen zum Stricken. Nur zu dritt. Alle geimpft, geboostert. Ja, ja. Falls ihr euch fragt, dürfen die das? Ah, wir in der Schweiz, wir dürfen noch viel. Das ist ja mal unglaublich, gell? Rundum in Europa, alle verfallen in Panik. Bei uns, oh ja, jetzt machen wir, glaube ich, mal 2G plus. 2G lang, glaube ich auch. Ja, wir schauen jetzt mal. Ja, jetzt müssen dann die Kantone nachschauen. Ich sage da nichts mehr dazu, ehrlich. Wie gesagt, ich habe meinen Zoll erfüllt, was an Vorkehrungen gibt. Ich gehe auch gewisse Veranstaltungen nicht mehr oder nicht im Moment, weil es mir einfach so wöhler ist. Aber ich denke, das ist eine sehr individuelle Entscheidung, die muss jeder für sich selber treffen. Das ist auch das Einzige, was ich jetzt zu dem Thema sage. Es hat auch nichts mit Mut oder Nichtmut zu tun, wenn ich jetzt nicht groß darüber spreche, weil ich sage, es gibt eine Eigenverantwortung und die soll man doch bitte schön wahrnehmen. Das war's zum Jahresende. Das Wort zum Jahresende. Ja, 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 ja. So, das war's tatsächlich. Ich komme wieder im neuen Jahr. Jetzt werdet ihr euch fragen, wann? Ja, und überhaupt, die hat jetzt gar nichts so mit der Book Challenge gesagt. Gell? Eigentlich wäre jetzt heute das neue Thema fällig. Wir haben gedacht, also die Strickpolizei hat gedacht, sie gönnt euch mal 4 Wochen Pause. Oder sie sich, wir wissen es jetzt nicht so genau. Alles gut. Am 20. Januar werde ich hier auf meinem Kanal die Theresa von Strickresi wird das auf Instagram verkünden, so wie auch das, die Eveline, das Puppenhexle. Das ist ja etwas, das wir ins Leben gerufen haben, damit wir endlich mal unsere Anleitungen verstricken, die wir in den 100.000 Büchern, die wir zu Hause haben, also auch mal was daraus stricken. So. Und das ist auch etwas, was ich mir vorgenommen habe. Ich möchte nächstes Jahr mal ausschließlich, falls ich es schaffe und mich beherrschen kann, ausschließlich Anleitungen, also Sachen stricken aus Anleitungen, die ich bereits habe. Ja. Weil ich habe so viele Anleitungen, tolle Anleitungen von der Isabel Krämer, von der Koch und diversen anderen, wo ich habe gesagt, ich muss die mal noch verstricken. Ja, eindeutig. Die müssen noch weg und verstrickt werden. Weil es wird dann irgendwann vielleicht eine Zeit kommen, ja, da schaffe ich es vielleicht nicht mehr. Oder ich weiß es auch nicht. Was wissen wir, was uns im Alter erwartet? Ich weiß es nicht. Aber ich freue mich aufs Alter. Also ich habe auch kein Problem damit. Wenn die Leute sagen, oh Gottes Willen, du wirst doch noch nicht alt. Sag ich, ja, wo ist denn das Problem? Es ist doch okay, alt zu werden. Ich habe kein Problem damit. So. Jetzt ist aber fertig. Jetzt rede ich nur noch, damit geredet ist, gell? Denkt wahrscheinlich schon, oh, wann macht sie denn jetzt endlich fertig? Leute, es gibt einen Hausknopf. Ja, tatsächlich. Also ihr Lieben, ich wünsche euch wunderschöne Weihnachten. Einen guten Rutsch ins neue Jahr. Ich wünsche euch natürlich auch, dass ihr gesund bleibt, die krank sind, dass die vielleicht möglichst rasch genesen, und bei denen, wo es halt eine chronische Erkrankung ist, dann wünsche ich denen, dass es wenigstens so weit, dass ihr so weit genesen könnt, dass es auch okay ist für euch. Ja, in diesem Sinne, ich wünsche euch eine gute Zeit, viel Spaß beim Stricken. Ich hoffe, es machen ganz viele jetzt mit bei diesen beiden Calls, würde mich riesig freuen. Und ja, bis dann. Macht's gut. Tschüss.